Einen wunderschönen guten Abend zu der Premiere von der Snow Show von Ich will Schnee. Ich bin Christian Flühr. Ich habe dieses Portal vor in etwa 10 Jahren gegründet und wir wollen jetzt mal damit ganz, ganz neue Wege beschreiten, weil es hat sich ja sehr, sehr viel getan. Vielleicht ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin Christian Flühr. Ich komme gebürtig eigentlich aus dem Rheinland, also sprich so typische Skifahrernation. Habe sehr, sehr früh das Skifahren gelernt und in meinem Kinderzimmer, um es mal so rückwirkend zu sagen, hingen dann eigentlich auch mehr Skiposter als irgendwelche Popgruppen. Also es war so, und Skifahren war immer das Größte. Ich hatte dann das Glück, dass ich 1992 ins Allgäu gekommen bin, ganz genau in die Ecke von Sonthofen und bin da eigentlich auch hängen geblieben und lebe ja auch heute auch noch 2020 in Bayern, jetzt aber westlich von München in Fürstenfeldbruck und aus dem Headquarter von Ich will Schnee senden wir. Jederzeit könnt ihr uns Fragen stellen, was ihr wissen wollt. Ich wollte euch jetzt einen kleinen Überblick geben, was wir in den nächsten 30, 60, 90 Minuten zusammen machen wollen. Also einerseits gibt es natürlich einen Ausblick auf die Saison bei Ich will Schnee in diesem Winter, der Winter 2020, 2022, 2021. Wir wollen uns ein bisschen mit den Neuerungen in den Skigebieten beschäftigen, also was in diesem Winter sich in den Destinationen verändert hat. Und wir wollen auch, sage ich mal, so ein bisschen weiter über das hinausgehen, was man so normalerweise hört. Da ist immer Österreich, da ist im Schweiz, da ist Deutschland, da ist Frankreich, da ist Italien und dann hört es auf. Aber man kann auch noch an so vielen anderen Orten auf dieser Erde so gut Skifahren gehen. Ich selbst habe schon viele Länder davon gesehen und ich kann nur sagen, wer nur immer in den Alpen Skifahren war, er hat vieles, vieles in seinem Leben verpasst. Natürlich müssen wir uns über Corona und Skifahren unterhalten, weil das ist, sage ich mal so, die größte Gefahr für die diesjährige Skisaison. Ich war in den letzten Wochen in den Bergen unterwegs. Ich habe viele Destinationen mir angeschaut. Ich habe mit vielen Verantwortlichen sprechen können und wollte dann auch mal oder beziehungsweise möchte euch auch ein bisschen davon erzählen, was jetzt gerade so die Menschen in den Skigebieten denken und wo die Gefahr liegt und wo auch die Chance liegt und worauf wir uns vielleicht einstellen können. Und dann last but not least gibt es natürlich sicherlich noch Fragen von euch. Und wenn euch das ganze Format dann irgendwie gefallen hat, dürft ihr natürlich jederzeit mir einen Daumen hoch geben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, solltet ihr unbedingt natürlich den Kanal abonnieren. Und was natürlich auch noch ganz wichtig ist, immer rechts neben dem Abo-Button gibt es noch so eine Glocke. Und diese Glocke ist ganz wichtig, dass ihr die aktiviert. Weil nur so könnt ihr jedes Video ansehen. Ihr werdet dann auch immer informiert. Das macht die Sache für euch einfacher und das sorgt natürlich auch für eine Steigerung der Relevanz. Und wir leben hier in diesem YouTube von Relevanz. Das heißt also, wenn mehr Menschen etwas für wichtig empfinden, multipliziert sich das Ganze. Und natürlich sind wir von Werbeeinnahmen abhängig. Geht gar nicht anders. Und die brauchen wir auch ein bisschen, weil wir müssen ziemlich viel reisen. Wir haben durchaus eine relativ große Redaktion im Moment. Und dazu gehen wir dann jetzt auch mal im ersten Teil über. Und das habe ich dann mal überschrieben mit dem Oberbegriff Ausblick in die kommende Skisaison 2020/2021. Ja, also was fangen wir mal an mit dem, was bleibt. Also das bekannte Gesicht vor der Kamera, die Lena, die bleibt auch weiterhin bei Ich will Schnee. Da wird sich überhaupt nichts dran ändern. Und das ist auch, sag ich mal so, eine sehr schöne Erfahrung, dass ich inzwischen mit Lena seit 2 Jahren schon oder 2 Wintern zusammenarbeiten darf. Es ist eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es macht unheimlich viel Spaß. Und ja, die Lena ist vielleicht skifahrerisch nicht so das Top-Level. Aber viele von euch da vorne an den Bildschirmen, die haben auch nicht unbedingt immer nur Skirennen gefahren. Die haben Fräsen unterhalb der Schneeoberfläche durch oder sind nur bis hierhin Brustwarzen im Tiefschnee. Also das ist, sage ich mal so, eher nicht unbedingt der Durchschnittsskifahrer. Der Durchschnittsskifahrer, der geht 3-4 Mal im Jahr Skifahren, der ist vielleicht eine Woche noch im Skiurlaub, macht 3-4-5 Skiausflüge und dann ist die Saison auch vorbei. Das heißt, er freut sich wahnsinnig auf Skifahren, aber er ist nicht unbedingt perfekt technisch gesehen. Das ist das Schöne und beziehungsweise das ist das Einzigartige, dass wir auch
darauf Rücksicht nehmen wollen, weil nicht immer die schwarze Piste ist die richtige Piste. Und ich kann es zwar, ich selbst habe Rennlauf betrieben, ich selbst habe 13 Weltrekorde beim Skifahren aufgestellt gehabt, das heißt also, mir ist eigentlich es nicht ganz so wichtig, wie die Piste ist, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, okay, das ist mir ein bisschen zu steil, das ist mir ein bisschen zu eisig oder das ist natürlich, was auch, sag ich mal so, sehr, sehr viel Kraft kostet, das ist sehr, sehr sulzig. Und das, sag ich mal so, kann die Lena vielleicht besser überblicken, als ich das überblicken kann. Weil mir ist das egal, ich fahre da einfach runter. Und dann ist der Fall erledigt. So, aber die Lena hat natürlich auch noch einen normalen Job und der normale Job bindet sie auch manches Mal. Und wenn man dann, sag ich mal so, natürlich noch einen Hauptberuf hat, ist es auch so, dass es irgendwo schwierig ist, dass sie immer Zeit hat. Sie hat natürlich auch noch ein Privatleben und ich erwarte es beileibe nicht, dass sie jede freie Minute für Ich will Schnee opfert. Naja, und deshalb gibt es seit Neuem noch ein zweites Gesicht bei Ich will Schnee und die ist so auch ein bisschen so der Gegenentwurf von der Lena. Das ist die Julia. Die Julia kommt, sag ich mal so, da, wo der Bayerische Wald beginnt und dann ganz langsam in den Bayerischen Wald aus Niederbayern abgleitet, da kommt sie her und die Julia ist Bayerische Meisterin. Das heißt, die hat Rennsport betrieben, sie fährt auch weiterhin Skirennen und die hat natürlich so einen ganz anderen Erfahrungshorizont. Ist natürlich eine ganz andere Welt, die sie auch dann, sag ich mal so, auf Ski die ihrige erklärt und sag ich mal so, die Vielseitigkeit macht eigentlich das Ganze aus. Mit den beiden werde ich zusammen durch den Winter gehen und wir haben natürlich auch eine ganze Menge auch in diesem Winter geplant. Alles steht natürlich immer unter diesen Anführungszeichen Corona. Das heißt also, so ganz genau wissen wir noch nicht, was sein wird. Ich kann aber definitiv mal sagen, dass in den letzten Wochen, wo ich in den Skigebieten unterwegs war und die sich manches Mal so ein bisschen sich so anfühlten wie eine Westernstadt, so in Spiel mir das Lied vom Tod, wo man nur einen Strohballen so durch die Ortschaft im Film wehen gesehen hat. So kann man sich auch aktuell Skigebiete vorstellen. Das Personal ist nicht da, es ist alles zu und die Straßen sind wirklich frei, weil Österreich befindet sich aktuell in einem ganz scharfen Lockdown. So, das ist, sage ich mal so, als Planungsgrundlage nicht so ganz einfach. Wir wollten im Frühwinter schon mehrfach zum Skifahren gehen. Wir haben es auch definitiv einmal geschafft. Wir waren am Stilfser Joch. Das war ein unheimlich schöner Saisonstart. Wer die Videos nicht vom Stilfser Joch gesehen hat, der sollte sie unbedingt nach diesem Livestream sich wieder angucken oder erstmalig angucken, damit er auch weiß, wie schön das ist und auch so als Ausblick schon mal nach dem Winter. Wenn also, sag ich mal so, die meisten Skigebiete oder sagen wir mal 99% der Skigebiete zu haben, werden wir wieder zum Stilfser Joch fahren, weil dort beginnt dann Pfingsten die Sommersaison oder beziehungsweise die Skisaison am Stilfser Joch. Im Winter ist nicht das Stilfser Joch komplett gesperrt. Und dann liegen da oben auf 2760 Meter, wo die Liftanlagen beginnen, so ungefähr 6-7 Meter Schnee und oben auch meistens über 10 Meter. Und das ist sicherlich zum Saisonbeginn sehr, sehr schön. Man kann dann auch noch eine ganze Menge weiter runterfahren. Also dementsprechend erstmal ein schönes, schöne Aussicht so in den nächsten Mai hinein. Da könnt ihr euch auch definitiv nach jetzigem Stand auf beide Gesichter freuen, auf Lena und Julia zusammen beim Skifahren. So, wir haben in diesem Winter oder wir haben in diesem Monat oder das ist eher, sag ich mal so, noch eine Sache, die mehr mich betrifft, 10 Jahre Ich will Schnee zu feiern. Vor einer Woche ganz genau, vor 10 Jahren begann das Ganze am Mölltaler Gletscher. Und dort haben wir den ersten Dreh gemacht. Das war damals Trisha, die mich dahin begleitet hat. Es ist definitiv mal so, dass ich auch noch heute Danke, Trisha, sage für die Unterstützung damals. Es ist nicht mit dem zu vergleichen, was heutzutage bei Ich will Schnee läuft. Die Kameratechnik war nicht so gut. Die Mikrofontechnik war nicht so gut und es hatte viele, viele Sachen, die heutzutage für uns normal sind. Actionkameras kannten wir damals noch nicht und der Weißabgleich war auch noch nicht so bei den Geräten, die wir dabei hatten. Also dementsprechend, das Video findet ihr übrigens auch in der Online-Bibliothek auf Ich will mehr TV. Also dementsprechend, guckt mal rein, damit wir auch so den Unterschied und den Weg nach oben hin erleben könnt. Trotzdem erinnere ich mich da sehr, sehr gerne dran. Und es ist ja sehr, sehr schön, dass eine Idee,
die viele überhaupt nicht verstanden haben, inzwischen 10 Jahre alt ist. Es sind ein paar Moderatorinnen gekommen, es sind ein paar gegangen oder beziehungsweise andersrum sind sie gegangen und sind jetzt neue dazugekommen. Mit den beiden, mit denen ich aktuell unterwegs bin, bin ich sehr, sehr glücklich. Ich glaube, die werden euch auch noch ein bisschen länger unterhalten und wir wissen ja auch aufgrund der Klickzahlen, dass euch das Ganze sehr, sehr gut gefällt. So, 10 Jahre ist es her, dass wir im Mölltal seinerzeit den ersten Beitrag aufgezeichnet haben. Und wenn jetzt nicht der Lockdown in Österreich wäre, hätten wir jetzt auch schon einen neuen Bericht aus dem Mölltal aufgezeichnet, der so den State of Art wäre. Das ist ja leider ausgefallen, aber wir kommen jetzt mal dazu, was wir in diesem kommenden Winter so alles vorhaben. Also, Mölltaler Gletscher, da geht es auf jeden Fall mal hin und da sage ich mal so, hallo. Also jetzt sind wir inzwischen schon mal 20 Leute, die hier online sind und ich habe auch gerade die ersten Kommentare rechts bekommen. Wenn ihr also irgendwas wissen wollt, wenn ihr irgendwelche Inputs habt, wenn ihr Fragen habt auch zum kommenden Winter, stellt sie ganz einfach. Wir waren gerade dabei, Mölltaler Gletscher. Das sage ich mal so, da freue ich mich drauf, weil das ist definitiv mal auch eine Reminiszenz an damals. Am Skigebiet hat sich ein bisschen was getan. Der Lift, der Alteck-Lift, den gab es damals noch nicht. Und das Skigebiet hat den Besitzer gewechselt, weil seinerzeit, das war mit Martha Schulz, mit der sogenannten Schulz-Gruppe, die Skigebiete betreibt, haben wir das erste Mal was gemacht gehabt. Das ist jetzt definitiv mal heutzutage nicht mehr so. Heutzutage ist da so ein internationales Konsortium hinter, was zum Beispiel Jasna betreibt, was Spindler Mühle betreibt, also in der Slowakei und in Tschechien. Und sage ich mal so, der Mölltaler Gletscher dabei und noch ein paar andere Skigebiete, eins in Polen. Also es ist relativ international, aber auch da freue ich mich drauf, dass ich dort die Verantwortlichen kennenlernen darf. Wir waren auch schon verdammt lange nicht in der Region, wo Deutschlands größtes Skigebiet steht. Zusammenhängende Skigebiet. Also man muss ja immer, sage ich mal so, man sollte das immer richtig sortieren. Und Deutschlands größtes zusammenhängendes Skigebiet liegt nicht an sich, Luftlinie 500 Kilometer von den Alpen entfernt. Das ist nicht Winterberg. Es gibt in keinem anderen Ort in Deutschland so viele Skigebiete, so viele Skilifte, die miteinander verknüpft sind wie in Winterberg. Natürlich sind die Abfahrten nicht so lang, aber was die dort oben, die Winterberger und das Skilift-Karussell, so heißt das Skigebiet, dort oben geschaffen haben, Deutschlands erste Achtersesselbahn. Im Nachbarskigebiet in Willingen, wo wir auch vorbeischauen werden, steht Deutschlands längste Achtersesselbahn. Das sind Superlativen, die sind, sag ich mal, schon sehr, sehr gigantisch. 300 Schneeerzeuger für 25 Kilometer Pisten. Wenn da es nur kurzzeitig unter 0 Grad geht, dann brennt der Berg. Also sie können in etwa 24 Stunden das Skigebiet für einen kompletten Winter fertig machen, dann sind alle Pisten beschneit. Und es gibt, sage ich mal so, nur noch ganz, ganz wenige Ausnahmen an Pisten, die nicht beschneit werden können. Und das macht auch diesen Reiz von Winterberg aus. Das Zweite ist, es gibt dort auch richtig steile Hänge. Also der Slalomhang ist unglaublich steil an der Kappe. Und der Schanzenhang an den Sprungschanzen von Winterberg, das ist auch eine Wand, die man runterfährt. Die ist jetzt nicht besonders lang, die ist nur 300 Meter lang, aber 300 Meter haben und nicht haben ist nicht gerade schlecht. Und wenn man im Ruhrgebiet lebt, wo ich ja eigentlich gebürtig herkomme, dort ist der Weg dann in Sauerland 1:30 weit und dann kann man Skifahren. Und das Schöne ist, auch was die abends anbieten, unter Flutlicht, das Sorg sucht seinesgleichen. Also das Angebot ist fantastisch, das Licht ist wunderschön zum Skifahren und ich selbst freue mich wahnsinnig darauf, dass es dann in diesem Winter auf jeden Fall nach Winterberg auf der einen Seite und nach Willingen geht. Mit Willingen habe ich auch in den nächsten Tagen auch noch ein Video-Interview und dort werden wir uns mal umhören, wie Willingen in die Corona-Saison oder unter Corona-Bedingungen in die Saison starten möchte. Was wir auch in diesem Jahr noch vorhaben oder in der Saison 2020-2021 ist ein Besuch in der Skihalle Wittenburg. Wittenburg liegt übrigens nicht ganz so weit von der Ostseeküste entfernt. Das ist, sage ich mal so, nicht unbedingt der typische Wintersportort. Es wird aber sehr, sehr viel zum Training von Nationalmannschaften benutzt.
Sie ist vor den Toren Hamburgs, also sprich, auch das ist da eine große Region in der Nähe. Und Skifahren in der Halle ist, sage ich mal so, auf jeden Fall mal ökologisch verantwortlicher, als man das denkt. Weil was wichtig, und wenn wir nachhaltig Skifahren gehen wollen, ist eine der wichtigsten Größen, ist, dass wir weniger fossile Brennstoffe auf dem Weg dahin verbrauchen. Das heißt also, wenn man jetzt, sage ich mal so, ganz einfach dort oben herkommt und dort, sage ich mal, so einen Skikurs macht, um sich auf den Winter vorzubereiten, das ist viel, viel ökologisch besser, als wenn ich dafür extra in die Alpen fahre. Also dementsprechend, natürlich ist ein Skiurlaub in den Alpen sicherlich noch eine andere Baustelle, aber um es zu lernen, ist, glaube ich, eine Skihalle gar nicht so schlecht. Wir werden uns das Ganze mal angucken. Dann geht es auf jeden Fall mal, da war ich mit der Lena direkt, nachdem der Lockdown zu Ende war, nach St. Engelmar. Und St. Engelmar ist, sage ich mal so, eine unglaublich schöne Landschaft, ein schöner Ort im Bayerischen Wald. Dort gibt es rund um den Ort eigentlich drei Skigebiete. Das Pröller Skidreieck, der Predigtstuhl und dann noch so ein kleineres Skigebiet in Maybrunn. Das Ganze werden wir uns auch mal angucken, weil Ich will Schnee war noch nie im Bayerischen Wald. Das ist, sag ich mal so, vollkommen was Neues für uns. Dann geht es auf die Seiser Alm, ins Weltkulturerbe der Dolomiten. Dort treffen wir auch jemanden wieder, den habt ihr vielleicht auch schon in einem Beitrag gesehen gehabt, den Karl Töni, der im Sommer oder sag ich mal so von Frühling bis Herbst am Stifser Joch arbeitet. Der ist im Winter auf der Seiser Alm, den treffen wir dort auch wieder. Und auch der Bergbahnchef, der Dr. Helmut Sartori, ist ein alter Bekannter, den wir schon bei Dreharbeiten im Schnalztal gesehen haben oder getroffen haben. Und auch den treffe ich in der nächsten Zeit noch zu einem Videointerview, damit wir auch dort wissen, wie Corona in Italien beim Skifahren sich anfühlen wird. Weiter geht's auf jeden Fall mal ans Brauneck. Dort waren wir ja schon im Spätwinter. Am Brauneck ist eine neue Sesselbahn, die Schrödelsteinbahn, gebaut worden. Die haben wir noch nicht gesehen. Und ich glaube, auch wenn wir im Winter dort mal Skifahren gehen, erleben wir dann auch andere Schneeverhältnisse. Wir waren ja in der letzten Betriebswoche vor zwei Wintern dort. Und ja, das war schon relativ sulzig. Und dementsprechend im Winter ist das Brauneck mit Sicherheit ein skifahrerisches Highlight. Direkt vor den Toren Münchens, da kann man auch ganz, ganz bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren. Und das werden wir uns dann mal angucken und parallel dazu natürlich auch mal wieder nach vielen Jahren zum Spitzingsee Skifahren gehen. Spitzingsee habe ich persönlich auch eine sehr enge Bindung hin, weil dort habe ich meinen ersten Skikurs gemacht. Und dort habe ich auch das allererste Skirennen meines Lebens gefahren. Die Urkunde von damals habe ich noch und ich glaube auch der Liftpass ist da irgendwo noch vorhanden. Ich weiß zwar nicht mehr, wo ganz genau, weil bei den Skipässen, die hier hinter mir hängen, hängt er nicht bei. Es war auf jeden Fall mal 1900, Winter 78, Winter 79 war das erste Mal Skifahren. Und ja, da hat man damals noch so ein Ding gehabt und das wurde in einen Automaten reingezogen. Und dann wurde tock, 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 tock. Und man wurde immer näher an den Automaten rangezogen. Also heutzutage muss man ja nur noch mit dem Arm in die Nähe von dem Drehkreuz kommen. Ja, dann geht es auf jeden Fall nach Oberstdorf. Dort haben wir ja in den letzten Tagen mit dem Henrik Vollpart geredet gehabt, auch über Corona. Da sage ich auch nachher noch was zu. Der Henrik Vollpart hat auf jeden Fall mal gesagt gehabt, kommt mal vorbei und schaut euch das an. Dann geht es dieses Mal oder dieses Jahr auch mal wieder in die Schweiz, nach St. Moritz, auf die Diavoletta und auf den Korbatsch. Und das sind, sage ich mal so, natürlich auch Skiberge, die muss man einfach mal gesehen haben. Wir werden uns das im Winter anschauen. Im Moment, sage ich mal so, muss Frau Holle noch ein bisschen Gas geben, damit das dann auch richtig schön wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass im Winter St. Moritz ein absolutes Wintermärchen sein wird. Mit viel Platz auf den Pisten, mit endlos langen Abfahrten und dazu unglaublich viel Sonne. Denn St. Moritz ist einer der sonnenreichsten Orte, die es in der Schweiz gibt. So, und ich hatte ja eingangs gesagt gehabt, dass es viele Skigebiete gibt, die vielleicht nicht unbedingt in Europa leben. Und auch da, sage ich mal so, ist bei uns dieses Jahr wieder einiges dabei, was wir sehen wollen. Vielleicht geht es nach Bukowel in die Ukraine. Das ist ein Skigebiet, was gar noch nicht so alt ist. Ist
anders als europäische Skigebiete, was man aber mal definitiv sagen kann, ist, dass es dort sehr schwierig ist, einen Schneeball zu basteln, weil der Schnee ist einfach trockener als in Europa. Es ist kälter und dadurch staubt das halt einfach. Man muss also ehrlicherweise manchmal Angst haben, dass man keine Staublunge hat, bekommt beim Skifahren dort. Wir planen seit mehreren Jahren nach Masar zu fahren, im Libanon. Das ist einer der wenigen Orte in Europa, wo man an einem Tag baden gehen kann, bei Beirut, und dann Skifahren kann in Masar, 30 Kilometer weiter ins Landesinnere. Viele Menschen glauben gar nicht, dass man da Skifahren kann, aber Libanon gilt als die kleine Schweiz. Und sie haben verdammt hohe Berge, sie haben Skigebiete, die aus dem, sag ich mal so, aus der Verbindung zu Frankreich her entstanden sind. Und Masar ist immerhin mit 80 Kilometern Piste dabei und hat ungefähr 20 Liftanlagen. Also dementsprechend gibt es dort oben auch ganz, ganz viel Platz, um sich auszutoben. Vor 2 Jahren hatten wir das Problem, dass unsere Tickets, die wir gebucht haben, auf die Airline Germania ausgestellt waren, die dann just 2 Tage vorm Abflug Konkurs gegangen ist. Im letzten Winter ist dann Corona dazwischen gekommen. Ja, dann ist im Sommer leider, das ist sehr, sehr traurig, ist es zu dieser Explosion im Hafen von Beirut gekommen. Wir wissen auch bis heute nicht, welche Auswirkungen das auf den Skisport hat. Wenn die Infektionslage es aber zulässt, dann wollen wir unbedingt nach Masar zum Skifahren, um euch auch das mal zu zeigen, einen ganz anderen Skiurlaub als sonst. Und ich glaube, ihr könnt euch auf Bilder freuen, dass Lena aus dem Meer mit Skiern rauskommen wird und sie dann in einem Zuge direkt auf den Skihang gehen wird. Also dementsprechend, das wird bestimmt ganz lustig. Es ist geplant, wenn es funktioniert, nach Sarajevo zu fliegen. Sarajevo sind die beiden Olympiaskigebiete von 1984. Dort hat es ja eine Winterolympiade gegeben. Und kleiner Funfact am Rande, ist die einzige Winterolympiade bis heute gewesen, die von den Wettkampfstätten wirklich in diesen 25 Kilometern drin liegen. Also sprich, es gibt eine Regelung oder so eine Vorschrift vom IOC, das sagt, Olympia zwischen Olympiastadion und den ganzen Satellitenorten, wo Wettbewerbe stattfinden, sollen maximal 25 Kilometer liegen. Das ist, sage ich mal so, in vielen, bei vielen Olympiaden, Winterspielen nicht möglich gewesen, weil Alpin und Langlauf, das ist, sage ich mal so, schon relativ gegensätzlich. Bobbahn muss es dann da noch geben, also dementsprechend, da sind die Planungshorizonte ein bisschen weiter. Aber das war in Sarajevo ein bisschen anders, und Sarajevo ist 2020 mal garantiert kein Bürgerkriegsland mehr, sondern auch dort. Ich habe gestern die ersten Bilder aus Sarajevo gekriegt gehabt. Dort gibt es Schneeanlagen, es gibt moderne Liftanlagen und dazu gibt es ganz viel balkanesische Gastfreundschaft, was sicherlich auch nicht schlecht ist, und deutlich weniger Leute, die an den Liften anstehen. Also dementsprechend auch sehr schön. So, was ist dann noch vielleicht wichtig? Ja, also ich sag mal so, Georgien ist noch so ein Projekt. Dort sind auch viele neue Liftanlagen entstanden. Bakurami ist so das Skigebiet, was wir uns als allererstes angucken wollen. Und dann gibt es da noch eine Option darauf, dass wir, nachdem wir ja auch mit Ich will mehr im Sommer schon mal häufiger in Bulgarien waren, dass wir nach Borovets im Winter oder nach Pamporovo fahren wollen. Das ist noch nicht so ganz sicher. Da schauen wir mal, wie sich die Lage entwickelt. Also an mangelnden Destinationen, merkt ihr, fehlt es uns nicht. Es kommen auch noch solche Sachen dazu. Auch nach Obergurgel wird es gehen, nach Ischgl wird es gehen. Also sprich, der Kalender ist erstmal voll. Aber im Moment ist das Problem, wir können viel planen, aber wir brauchen auch jetzt noch das Go von außen. Und dann ziehe ich jetzt, sage ich mal so, den übernächsten Punkt vor, und wir reden ein wenig über Corona. Also ich war ja in den letzten 2 Wochen in vielen Skigebieten unterwegs und ich habe einige Video-Interviews geführt, teilweise mit Hotels, teilweise mit Bergbahnbetreibern oder auch mit anderen Multiplikatoren vor Ort. Es ging immer unter dem Motto, der Winter unter Corona-Bedingungen. Ich glaube, es ist Fakt, das glaube ich, ist mal inzwischen
ohne Wenn und Aber so, dass wir in diesem Winter mit Corona leben müssen. Sprich, die Impfungen werden zu spät kommen und eine wirksame Therapie wird es nicht geben. Das heißt also, was sich wirklich merklich im Winter anders darstellen wird als bisher: die Maske muss am Lift aufgesetzt werden, wir müssen Abstand haben und wir müssen definitiv uns darauf einstellen, dass es nicht mal so eben kurz ist, oh, ich habe jetzt Durst oder ich habe jetzt Hunger, wir machen jetzt den Einkehrsprung. Ich habe, nachdem ich mit vielen, vielen Skigebieten geredet habe, den Eindruck, als ob die Menschen sich viel Gedanken gemacht haben, was Corona angeht und wie man präventiv dieses Problem in den Griff kriegen kann. Wir haben natürlich auch in vielen, vielen Bereichen jetzt können auf Erfahrungen zurückgreifen, das heißt aus dem Sommer. Da hat das ganz gut funktioniert, was natürlich in meinen Augen nur bedingt so ist, weil im Sommer ist immer nur verhältnismäßig wenig am Berg unterwegs. Im Winter, wenn der Schnee da ist und die Menschen Skifahren gehen wollen, sind viele, viele mehr da. Wir haben ja auch sehr schreckliche Bilder in den letzten Wochen oder beziehungsweise im Oktober von Hintertux, vom Stubaier Gletscher, vom Kaunertal und wie sie diese ganzen Gletscherskigebiete hießen, gesehen. Das war keine Werbung für den Skisport und das darf definitiv nicht wieder passieren, weil ansonsten haben wir ein größeres Problem. Das heißt, wenn das wieder kommt, dann werden die Medien, also sprich, ich bin auch Journalist, aber dann sind wir natürlich genötigt, darüber zu reden und zu schreiben. Und das sage ich mal so sehr kontraproduktiv. Dementsprechend muss man irgendwie vermeiden, dass es diese Traubenbildung an den Liftanlagen gibt. Die Konzepte sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich erzähle euch jetzt mal so gerade, was ich so mitbekommen habe. In Obergurgel, Hochgurgel möchte man Anstehbereiche verjüngen. Das heißt, wie an dem guten alten Einersessel, den man früher hatte, wo man nur hintereinander stehen konnte, weil da konnte ja auch nur immer einer in den Sessel rein, will man das so machen, dass man in dem Moment, wo man in eine Schlange reinfährt, die Schlange so schmal gemacht wird, dass nur immer hintereinander die Menschen stehen können. Das ist, sage ich mal so, finde ich, eine sehr charmante Idee. Und dadurch, dass man ja auch, wenn man kurze Cabin-Skier drunter hat, die aber trotzdem immer noch nach vorne einen Meter sind, und der vor mir Stehende hat auch noch so ungefähr einen Meter hinter sich Platz, das heißt, die 2 Meter Abstand sind da schon mal überhaupt gar kein Problem. Andere Leute, was ich auch sehr schön fand, ist, also Oberstdorf hat da sich was sehr Wunderschönes überlegt gehabt. Die haben jetzt sogenannte oder stellen aktuell Corona-Ranger ein. Also, klingt lustig, ist auch an sich ganz lustig. Ich selbst war nach dem Lockdown im Europapark und auch dort gab es, ja, Ranger hießen die da nicht, sondern es waren im Prinzip verkleidete Maskottchen, Polizisten, Feen, Bienchen und was auch immer. Und die hatten dann teilweise einen aufblasbaren Gummihammer in der Hand oder eine Pistole in der Hand, wo dann Desinfektionsmittel drin war. Und die haben in einer sehr charmanten und sehr positiven Art und Weise Menschen darauf aufmerksam gemacht, dass sie bitte Abstand halten sollen. Das sage ich mal so, auch so geplant in Oberstdorf, dass man letztendlich den Menschen mit einem Lächeln auf den Lippen sagt: Pass mal auf, es ist gut, wenn du Abstand hältst und wenn ich Abstand halte, damit wir alle zusammen gesund bleiben und damit wir dann auch definitiv zusammen, oder was heißt zusammen, aber immer noch auf Distanz Skisport betreiben können. Auf den Pisten sollte es überhaupt gar kein Corona-Problem geben, weil es definitiv mal genügend Platz für alle beim Skifahren gibt. So, und dann, sag ich mal so, gibt es natürlich auch sehr moderne Lösungen. Ischgl hat sich für eine Applikation entschieden und Ischgl hat sich im Bereich der Zubringerbahn im Skigebiet für ein Abstandsradar entschieden. Das heißt also, ihr geht dort an die Schlange hin und da sind oberhalb von euch Kameras positioniert. Und immer dann, wenn ihr unter 2 Meter Abstand habt, dann lösen diese Kameras einen Alarm aus und sorgen dafür, dass ihr informiert werdet: Hoppla, bitte haltet Abstand. In allen Skigebieten ist es so, dass die Betreiber darüber nachdenken, dass man nur einen Teil der Sessel belegt, dass man nur einen Teil der Sitze in einer Kabinenbahn belegt. Es ist natürlich auch so, und das habt ihr selbst auch ein bisschen in der Hand, schaut doch mal einfach nach Skigebieten, wo es mehr Schlepplifte gibt. Weil frische Luft ist immer besser, als wenn man irgendwo drin sitzt.
So, und was dann auch noch in Ischgl gemacht wird, die haben eine eigene Applikation sich bauen lassen. Und mit dieser Applikation ist es beim Einkehrschwung unumgänglich, dass ihr die habt, weil sonst kommt ihr gar nicht mehr in ein Restaurant rein oder in eine Berghütte rein. Das ist auch am Abend in Ischgl so, dass es nur mit dieser Applikation und mit dem Scanner die Möglichkeit gibt, dass ich dort im Restaurant einchecke. Ist vielleicht ganz gut, alle Skigebiete, das auch, sage ich mal so, unabhängig von der Location, ist es so, dass sie alle sehr viel Wert auf Tests legen, dass die Mitarbeiter gesund sind. Und was ich auch sehr wichtig fand, es ist nicht nur diese ganze Corona-Prävention ist kein Lippenbekenntnis, sondern muss gelebt werden. Ohne das funktioniert das alles nicht mit dem Skisport. Und wenn das mit dem Skisport nicht funktioniert, dann können wir uns auf eine skifreie Wintersaison freuen oder, sag ich mal so, dürfen wir sehr traurig sein. Was alle aber auch sagen, und das ist auch meine persönliche Meinung, ohne das Mitmachen von euch am Skilift, auf der Berghütte, funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, es gibt keine Diskussion darüber, ob man eine Maske tragen muss oder nicht tragen muss. Weil wer keine Maske tragt, der kann auch nicht mit dem Lift fahren. Das ist ganz einfach. Da gibt es auch gar keine Gründe, drüber zu diskutieren, sondern es sind Regelungen, die getroffen worden sind und die gelten so lange, bis sie abgeschafft werden. Wir gehen mal alle davon aus, dass im Winter 2021, 2022 das Ganze Geschichte ist. So irgendwo hinter uns dann Gott sei Dank weit weg ist und wir endlich wieder Skisport leben können, so wie wir es möchten. Und bis dahin heißt es durchhalten, mitmachen, Abstand wahren, Maske aufsetzen im Lift und hoffen, dass wir ganz viel Schnee kriegen, dass die Pisten ganz breit werden, sodass wir uns alle schön in die Fläche ausdehnen können. Was habt ihr denn eigentlich schon für Erfahrungen mit Corona und Skifahren gemacht? Habt ihr da Erfahrungen? Wart ihr vielleicht letztes Jahr just ganz genau zu dem Zeitpunkt im Skiurlaub? Schreibt es mir mal bitte rechts in die Kommentare rein. Kommen wir dann mal zu dem fast letzten Punkt schon. Das ist, was gibt es Neues in den Skigebieten? Also grundsätzlicherweise mal gehen alle davon aus, dass es einen Saisonstart gibt. Die Frage, wann dieser Saisonstart ist, das ist ein bisschen schwieriger. Ich meine, nicht jeder hat solch eine Luxuslösung wie die Oberstdorfer Bergbahn. Dort ist es so, dass sie da zwar von ausgehen, dass ihre 6 Skiberge am 18.12. in Betrieb gehen, aber sie bauen ja auch noch die neue Nebelhornbahn. Und die ist im Moment noch eine Baustelle und sollte eigentlich in der ursprünglichen Planung gar nicht dieses Jahr fertig werden, also diesen Winter fertig werden. Aufgrund aufgrund der Tatsache, dass man aber früher mit dem Abriss der alten Pendelbahn anfangen konnte, ist es so, dass sie jetzt früher fertig wird und ihr könnt euch jetzt schon mal vor Ort auf eine wunderschönen Spätwinter am Nebelhorn mit der neuen Gondelbahn Sektion 1, Sektion 2 freuen und dann wird auch oben die komplette Gipfelmulde in Betrieb sein und wenn alles gut geht, ist es auch so, dass ihr zumindest nochmal in der letzten Märzwoche und vielleicht auch noch Anfang April die 7,5 Kilometer lange Talabfahrt genießen könnt. Die ist ja, sage ich mal so, auf jeden Fall mein Highlight. Die zweite Liftanlage, die definitiv in Oberstdorf gebaut wird, ist oben im Moment am Söllereck. Dort sind eigentlich auch, dort habe ich gestern noch in der Webcam zum ersten Mal die Gondeln gesehen, wie sie auf den Berg gefahren worden sind. Das hat mir auch der Bergbahnchef so gesagt gehabt, dass sie relativ fertig sind, dass es jetzt vorwiegend darum geht, am Haus noch was zu machen. Technisch ist das alles okay. Die ist also auch neu und das Schöne ist, die B19, wo man ja früher immer sein Auto hingestellt hat und dann musste man diesen Weg da Richtung Söllereck hochlaufen, gibt es nicht mehr. Sondern rechts von der B19 auf dem Weg ins Kleinwalsertal, wo auch eigentlich der große Parkplatz ist, dort ist die Talstation der Söllereckbahn jetzt. Dann fährt man 300 Meter den Berg hoch, dort, wo die alte Talstation war, ist dann die Sektion 1 zu Ende. Man muss aber auch nicht aussteigen, sondern man kann über eine Umlenkstation dann auch weiter nach oben hinfahren und dann ist oben am Berg, in etwa da, wo die alte Bergstation stand, auch die neue Bergstation. Im kommenden Jahr wird dann der Öxl-Höfle-Lift erneuert und was dann, sage ich mal so, wieder ein richtiges Highlight wird, ist ein Winter später
Deutschlands längster Schlepplift mit über 2 Kilometern Länge, der Höllwies Lift, wird dann nämlich auch Geschichte sein und auch dort wird eine Sesselliftbahn gebaut, sodass das ganze Höllwies Skigebiet, nein, das ist nicht das Höllwies Skigebiet, das ganze Söllereck auf ein ganz neues Qualitätsniveau geführt wird und sicherlich auch ganz neue Zielgruppen dadurch erschließen kann, weil Höllwies ist schon eine tolle Piste. So, bleiben wir noch kurz im Allgäu, was neue Liftanlagen angeht. Hündle. Dort wird aktuell die, ich würde sagen, die schönste Piste im ganzen Skigebiet an den Hochsiedelliften, das war bisher so ein Parallelschlepplift, durch eine Sechsersesselbahn ersetzt. Was gibt es sonst noch Neues in Deutschland? In Deutschland wird auf der Steinplatte die Kapellenbahn neu gebaut oder die ist auch schon fertig neu gebaut. Das heißt, da ist eine Sechsersesselbahn, wird durch eine Achtersesselbahn ersetzt. Ansonsten, was in Deutschland passiert ist, ist sonst nicht so richtig viel. Es gab so die eine oder andere Schneekanone, die neu dazugekommen ist. Es sind ein paar Geländeteile in Skigebieten adaptiert worden. Und das, sage ich mal so, ist so das, was das Wesentliche an Neuerungen in Deutschland. Österreich. Möchte ich auch nicht unbedingt den Anspruch haben, dass ich hier alles erwähne, aber was, sage ich mal so, wirklich ein Quantensprung ist, ist zum Beispiel die Verbindung vom Snowspace Flachauer Grein St. Johann zum Schattelberg nach Kleinaal Flacher Winkel. Dort steht jetzt eine neue Verbindungsbahn, die geht oben am Grieskaeck los und dann geht es hinten auf den Schattelberg raus. Das ist ein Quantensprung. Bisher waren diese beiden Skigebiete, die beide sehr schön sind, leider nicht miteinander verbunden. Jetzt sind sie verbunden und in der Zukunft soll auch Zauchensee noch angeschlossen werden. Da will man über die Tauernautobahn eine Bahn bauen. Das ist aber, sag ich mal, nur noch Zukunftsmusik. Dieses Jahr können wir uns erstmal darauf freuen, dass das Ganze in Flachau-Winkel, Kleinaal, Flachau-Wagrein funktioniert. So, das nächste, was neu ist, Skiwelt Wilder Kaiser. Dort sind auch zwei wichtige neue Zubringerbahnen entstanden. Ich selbst bin immer sehr gerne in Itter in die Skiwelt eingestiegen. Das lag sehr versteckt, da war nicht so viel los. Und die Talabfahrt nachmittags war auch wunderschön lang. So, in Itter hat man jetzt eine neue Bahn gebaut, eine neue Kabinenbahn, viel größer, viel luftiger und die geht auch ein ganzes Stückchen weiter raus, sodass man bisher musste man immer erst nach Hochsöll runterfahren und jetzt kann man auch direkt weiter Richtung Hopfgarten fahren. Das heißt, diese hohe Salve hat man dann da schon ein Stückchen umrundet. Das Zweite, was in der Skiwelt neu gemacht worden ist in diesem Sommer, ist die neue Gondelbahn nach Hochsöll. Die ist deswegen auch besonders wichtig, weil dort auch das Nachtskigebiet liegt. Und dieses Nachtskigebiet ist sehr groß, ist das größte in Österreich. Und die Zubringerbahn war, sage ich mal so, schon ein bisschen betagter. Und auch da ist jetzt was ganz Neues gebaut worden. Viel größer, sehr schön auch inszeniert worden mit dem Hexenwasser. Also dementsprechend, da können wir uns, glaube ich, auch darauf freuen, dass wir da im Winter einen besseren Zubringer bekommen haben. Was haben wir dann weiter Neues? Ich muss jetzt gerade mal auf meine Running Order gucken. So, ja, da geht es weiter. Auf der Planei ist auch wieder eine neue Sesselbahn gebaut worden, die Lerchenkuppelbahn. Das ist im Prinzip auch nur ein 1:1-Austausch. Neu eine Achtersesselbahn und es war mal eine Vierersesselbahn, soweit ich weiß. Was sehr schön und was mit Bequemlichkeit zu tun hat, ist die neue Achtersesselbahn Schoberbahn auf der Reiteralm. Dort gab es nämlich noch ganz oben einen Schlepplift. Dieser Schlepplift ist definitiv mal jetzt Geschichte. Dort steht eine neue Achtersesselbahn, also dementsprechend nochmal eine Komfortverbesserung. Was ein richtig bekanntes, also was schon weit über die Grenzen von einer Region hinausgegangen ist, ist der Neubau am Kronplatz von Olang hoch. Die neuen Kabinenbahnen, die oben im Berg verschwunden sind, das ist ein ganz neues Bergbahnkonzept. Da ist aber, sage ich mal so, so viel schon zugeschrieben worden, dass ich das gar nicht mehr ausführen möchte. Was aber definitiv auch noch, also was auch noch ein wichtiger Neubau in Skigebieten ist, ist die neue Bahn in am Eiger. Dort ist eine neue Seilbahn gebaut worden von Wengenbeck, die also, sage ich mal so, in wenigen Minuten auf einer Strecke von knapp 6 Kilometern Länge
die Menschen ins Skigebiet hoch transportiert und wodurch auch die Lauberhornabfahrt, die auch touristisch zu nutzen ist, viel, viel besser erschlossen wird. So, und dann gehen wir jetzt mal aus dem typischen Alpenraum und aus dem Mittelgebirgsraum. Ah ja, Mittelgebirgsraum, noch ganz wichtig. Für die Menschen im Bayerischen Wald, Gaiskopf, dort ist auch eine neue Sechsersesselbahn gebaut worden. Und da standen bisher eine alte Einersesselbahn und Schlepplift. Also der Hang war schon sah nicht so schön aus mit diesen alten Liften. Und da ist jetzt was ganz Modernes hingesetzt worden. Also dementsprechend freut euch auch an Gaiskopf auf ein neues Skivergnügen, das ihr so in dieser Form noch nicht kannt. So, und wo natürlich sehr, sehr viel gemacht wird, ist in den Bereichen, wo man typischerweise nicht immer sofort hinkommt. Ich möchte da eigentlich, sag ich mal so, drei Skigebiete im Moment mal ansprechen. Einerseits in Georgien hat man direkt mal drei neue Lifte gebaut. Und das sind nicht irgendwelche alten Lifte, die ersetzt worden sind, sondern da hat man einfach mal ein neues Skigebiet entworfen. Das wird auch sehr, sehr stark von öffentlicher Hand, von der georgischen Regierung gefördert. Das Skigebiet ist Bakurami, das kennen vielleicht wenige bisher. Wir denken da im Moment drüber nach, mal dorthin zu fahren, weil diese drei Skilifte sind längst nicht alles, sondern es ist definitiv noch eine ganze Menge mehr, was man dort skifahrerisch sehen kann. Das zweite ist im Olympiaskigebiet Jachorina, das ist das Skigebiet, was in der Republika Srpska liegt. Also Bosnien ist ja ein multiethnisches Land. Da gibt es einmal die Bosnische Föderation und die Republika Srpska. Und Sarajevo ist so mal so knapp da an der Grenze gelegen. Bjelašnica, das ist das Skigebiet, wo die Herrenwettbewerbe bei der Olympiade stattfanden. Das liegt im Bereich der Föderation. Und Jachorina, wo die Damenwettbewerbe stattfanden 1984, das liegt in der Republika Srpska. Die Bjelašnica ist in den letzten Jahren schon weit, weit nach vorne gebracht worden. Die Republika Srpska, da wurde nicht so viel Geld hinverteilt, aber das Skigebiet an sich ist für Touristen in meinen Augen das Schönere der beiden. Weil das ist weitläufiger, das ist definitiv viel, viel mehr Fläche, viel, viel mehr Abwechslung und nicht nur ein Berggipfel und dann drei oder vier Abfahrten links und rechts runter. So, und nachdem man oben auf der Jachorina wirklich ganz tolle, moderne Sechsersesselbahnen, moderne Achtersesselbahnen und so weiter und so fort gebaut hat, ist es immer noch so, dass man über eine Bergstraße da oben auf die Jachorina fahren muss. Ist definitiv, jetzt sage ich mal so, kann man machen, ist aber ökologisch nicht so toll und sicherlich auch nicht so bequem. Und dementsprechend hat man von unten, von dem Bereich Pale, eine 6 Kilometer lange Bergbahn gebaut oder baut die immer noch. Die erste Sektion ist schon fertig und die zweite Sektion, die soll entweder im Laufe des Winters fertig werden oder pünktlich zur nächsten Saison fertig werden, sodass der Zubringer im Skigebiet eine ganz andere Wertigkeit hat. Und das ist das Schöne ist, wenn man dann von der Sektion 1 oder an die Sektion 1 wieder zurückkommt, Richtung Tal, kann man von dort auch wieder mit Ski weiterfahren. Lediglich von Sektion 1 zum Skigebiet Jachorina, das geht, sage ich mal, so sehr eben dahin. Dort ist es definitiv nicht ganz so, ist es einfach nicht möglich, dort eine Piste runter zu bauen, weil einfach mal es kaum Höhendifferenz gibt. So, und das Zweite liegt übrigens auch noch, was ich euch auch vorstellen wollte, ist in Karupotnik. Auch dort ist eine neue Zubringerbahn gebaut worden. Karupotnik ist das größte Skigebiet in Serbien, ist auch mit Sicherheit alles andere als klein, ungefähr 30 Liftanlagen, geht auf ungefähr 1800 Meter hoch, kann man also ganz gut Skifahren. Und auch dort gibt es eine neue Zubringerbahn, die eine Länge, ich muss jetzt gerade mal drauf gucken, dass ich da nichts Falsches sage, die hat nur eine Länge von 3,8 Kilometern. Sag mal so, wenn man sich mal überlegt, wie viele Bergbahnen in Europa, in den Alpen 3,8 Kilometer haben, das ist doch eher die Ausnahme. So, das war jetzt so ein kleiner Überblick, was es Neues im Land des Schnees, im Winter Wonderland gibt, ohne den Anspruch, dass irgendetwas hier absolut vollzählig sein müsste. So, und damit, sage ich mal so, ist eigentlich das, was ich euch erzählen wollte, auch rum. Also sprich, wir sind mit der ersten Snowshow
von Ich will Schnee durch. Wenn euch das gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne ein Däumchen hochgeben. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, bitte schreibt das einfach nochmal in die Kommentarfunktion rein. Wenn ihr meint, dass wir irgendetwas besser machen sollen, wenn euch irgendwelche Dinge gefehlt haben, lasst es uns wissen, dann werden wir das definitiv auch beim nächsten Mal machen. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob ich nächstes Mal vor der Kamera sitzen werde oder letztendlich auch wieder einer meiner Moderatorinnen. Das kann alles passieren. Ich kann euch eigentlich an dieser Stelle nur wünschen, bitte bleibt gesund, bitte haltet Abstand, bitte reduziert eure Kontakte, damit wir alle zusammen viel Skifahren gehen können in diesem Winter, mit Abstand Skifahren gehen können. Und dann, was auch noch ganz wichtig ist, weil wir brauchen dazu etwas, das kommt von oben und das fällt meistens nur vom Himmel, wenn es unter 0 Grad hat, pray for snow. Das ist auch noch eine ganz, ganz wichtige Größe. Ansonsten möchte ich euch hiermit in die Weihnachtszeit entlassen. Bei mir hier rechts nebendran steht auch schon der Christbaum oder ich nenne es im Moment erstmal den Winterbaum. Dort ist aber so bisher auch noch kein Lametta, keine Kugel dran, sondern dort ist nur eine Lichterkette drin. Genießt diese vielleicht die schönste Zeit des Jahres. Und ich selbst lege mich darauf mal fest, dass wir ab dem 17. oder 18. Dezember in diesem Winter Skifahren gehen könnt. In den Kommentaren schreibt ihr mir jetzt mal rein, wann ihr nach jetzigem Stand meint, dass die Skigebiete öffnen dürfen. In diesem Sinne, einen schönen Abend aus Bayern. Genießt den Schnee, genießt das Skifahren.